Ein neues Jahr startet mit alten Quests. Wir haben noch einiges, was wir noch nicht gemacht haben. Weder auf Dina noch auf Tiffany. Und den Quests werde ich mich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen erstmal widmen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir stehen hier oben bei Mario. It's me, Mario, der noch kein Rework bekommen hat. Einer der wenigen alten Charaktere ist. Dabei fällt mir gerade auf, Konrad hat auch noch kein Rework bekommen, ne? Bin ich mal gespannt, wann der eins bekommt, weil das ist, für mich ist es auch einer so wirklich der Core-NPCs, die ganz, ganz wichtig sind im Spiel. So, da hatten wir ja schon die Quest angefangen. Und ich glaube, das hier waren beides Folgequests. Kann das sein? Müsste eigentlich so sein, weil mit Dina hatte ich bei Mario alles fertig gehabt. Von daher würde ich sagen, legen wir da einfach mal los. Unidentifiziertes fallendes Objekt. Warte, fallendes, ist das, das ist auch ein UFO. Halt nur kein fliegendes Objekt. Die Sonne ist aufgegangen. Jetzt solltest du es finden können. Ich glaube, es ist irgendwo auf den Everwind, auf die Everwind-Felder gefallen. Könntest du nachsehen gehen und es mir bringen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir uns das angeguckt hatten. Das ist aber alles. Mehr weiß ich nicht mehr. Wünsch dir was. Heute Nacht ist der Himmel klar. Man wird die Sterne fantastisch sehen können. Hast du Lust, mit mir die Sterne zu betrachten, Dina? Oha. Mario, was ist denn jetzt los? Oh, wie geil sieht das denn jetzt bitte aus bei Schnee? Ich feiere das gerade, dass ich bis jetzt gewartet habe mit dieser Quest, weil jetzt ist der beste Augenblick eigentlich, um diese Quest zu machen. Leute, wenn ihr die Quest noch nicht gemacht habt, macht sie jetzt. Das ist meine Lieblingszeit am Tag. Dieser Moment direkt vor der Dämmerung, wenn das Sonnenlicht hinterm Horizont verschwindet, um den Sternen Platz zu machen. Manche nennen es die Stunde der Wünsche. Ja, es ist die blaue Stunde. Kennst du das alte Gedicht? Am Himmel glänzt ganz hell und fern der allererste Abendstern. Steig auf den Silberschein zum Baum und pflücke dir dort einen Traum. Erzähl mir mehr, kleiner Prinz. Oh, Idris. Entschuldigt, dass ich unterbreche. Ich habe unabsichtlich überhört, dass du dir beim Anblick des Abendsterns etwas wünschen möchtest. Zufällig bin ich heute unterwegs, um Wünsche für meinen Zirkus der Träume zu sammeln. Ich würde gern etwas mehr über deinen Wunsch erfahren. Ich dachte immer, dass man den Wunsch niemandem verraten darf, damit er wahr wird. Quatsch. Wie könnte man denn dann erwarten, dass er sich erfüllt? Du hast Glück, dass ich gerade vorbeikomme. So, Kometenjäger, dann erzähl mal, welchen Wunsch hast du? Raus damit. Also, es ist so, auf dieser Insel sind alle so mit den Pferden hier auf dem Boden beschäftigt, dass niemand die Schönheit des Nachthimmels dort oben mitbekommt. Ich wünschte, ich könnte meine Liebe für das Licht der Sterne mit den Bewohnern Jorviks teilen. Ich hätte gern die Möglichkeit, die Schönheit des Sternenlichts mit denen zu teilen, die so pferdeverrückt sind. Ein wirklich faszinierendes Rätsel. Es gibt nur eine Lösung. Ich muss alle Pferde Jorviks in Sternbilder verwandeln, die bis in alle Ewigkeit oben im Himmel leben und nie mehr geritten werden. Ja, das ist ein ausgezeichneter Traum, kleiner Prinz. Ich werde ihn wahr werden lassen. Nein! Was? Nein, stopp! vielleicht hast du recht, Dina. Mit so vielen neuen Sternen wäre der Nachthimmel total überfüllt. Dann drehen wir die Idee doch einfach um und bringen das leuchtende Sternlicht des Nachthimmels in das Fell eines Ponys. Leuchte, leuchte, kleines Pferd. Ach nee, das war die Quest. Ach Gott, die ist ja Ewigkeiten her. Ach, das ist die Quest mit dem Vega. Ah. Das Vega. Stimmt, die hatte ich ja auch noch. Jo, natürlich, Tatsache. Gut, dann machen wir halt die zuerst. Auch wenn wir sie dann doppelt hier auf dem Channel haben. Noch ein Wunsch erfüllt. Um den Wunsch unseres Sternenguckers nachzukommen, werde ich dem Sony Vega einen Platz in meinem Zirkus der Träume geben, sodass alle kommen und sein prachtvoll funkelndes Fell bewundern können. Du, meine kleine Taube, hast die Ehre, unseren strahlenden kleinen Freund zusammen neuen Zuhause zu begleiten. Ach so, muss ich das jetzt echt dahin bringen? Tatsache. Ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern. Gut, das ist jetzt natürlich doof. Weil eigentlich wollte ich was anderes machen. Komm mit, kleines Vega. Ja, dann müssen wir jetzt mal eben zum Zirkus reiten.
Aber gut, machen wir das jetzt halt. Das war wirklich nur die andere Quest, die neu war. Aber ich wusste halt auch nicht mehr. Ich wusste, dass ich das Vega noch nicht hab auf Dina, also dass ich das noch nicht freigeschaltet habe, weil es steht ja bei mir momentan noch nicht neben Idris. Kann ich theoretisch eigentlich auch fahren? Geht das? Warte mal. Ah, was ist das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Hä? Wir haben doch da oben einen Transporter. Da hab ich doch früher meine Streams gestartet. Ganz früher. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Na gut, dann müssen wir gleich erstmal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab schlicht und einfach verrafft. Aber gut. So weit ist es ja jetzt auch nicht zu reiten. Na gut, es ist schon eine ganz schöne Strecke, aber es ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber ich finde, das Soni macht sich total gut hier in dem Schnee. Das sieht echt süß aus. Also eigentlich wirklich cool, dass ich die Quest ausgerechnet jetzt gemacht habe, wo Schnee liegt und nicht irgendwann vorher schon. Weil ganz ehrlich, auch eben diese Szene mit Mario, wo er da stand und in die Sterne geguckt hat und das Gedicht dann vorgetragen hat, bis Idris kam, dass da so viel magischer aus mit Schnee. Ich finde ja sowieso, Schnee hat was Magisches. Deswegen, also mir fehlt es auch sehr, dass wir, also wir haben dieses Jahr auch quasi wieder keinen gehabt. Wir haben für ein paar Tage haben wir Schnee gehabt. Anfang Dezember war das. Ja, und dann ist halt einfach alles weggeregnet und es war wieder der größte Patsch und überhaupt nicht schön. Es wird wahrscheinlich bei jedem von euch das gleiche gewesen sein und dann ist es ja dann letzten Endes auch in vielen Überschwemmungen geendet. Also vom Wetter her wieder echt nicht winterlich momentan. Zwei Ponys, zwei Wünsche zu prachtvollem Leben erweckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dem anderen Pony war. Das habe ich auf Tiffany. Danke, dass du unseren neuen Freund nach Hause begleitet hast. Falls du das Vega adoptieren und dabei helfen möchtest, Marios Traum auf Jorvik wahr werden zu lassen, frag einfach. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, mein Täubchen. Und denk dran, verheimliche deine Wünsche nicht. Man weiß nie, welcher Wunderwirker dich vielleicht gerade hört. So, ich werde jetzt erstmal hier zurückfahren und dann wieder hoch mit der Seilbahn. So, da sind wir wieder. Und die andere Quest bei Mario? Ach stimmt, die hatten wir schon angenommen. Ach, die ist da unten. Oh, ich hätte gar nicht hochfahren brauchen. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Hab ich wieder nicht überlegt. Ich hätte doch eigentlich mal gucken können, bevor ich hier hochfahre, wo ich hin muss. Na gut. Nicht so tragisch. Ich finde übrigens das Outfit hier total knuffig. Ich bin ja eigentlich kein Fan von diesen Hosen, die ja. Es ist jetzt nicht so eine Schlaghose, die ist ja unten schon so ein bisschen ausgestellt, aber die ist ja generell recht locker und weit geschnitten. Und ist eigentlich nicht so meins in Star Stable, oder generell auch so im echten Leben nicht so. Ja, wobei doch, man kann schon sagen, es ist eine Schlaghose, die ist oben schon relativ eng und unten dann weit. Aber ich finde das so goldig, das ist so ein süßes Outfit. Ich finde es richtig, richtig schön, was wir da dieses Jahr im Adventskalender hatten, beziehungsweise letztes Jahr, dieses Mal im Adventskalender hatten. So, was ist denn hier jetzt vom Himmel gefallen? Kann ich das nicht anklicken? Oder habe ich einfach daneben geklickt? Ich mache mal gerade den. Ja, ich habe daneben geklickt. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig im Schnee. Das zu finden, das kleine Teil da. Muss man so ein bisschen gucken, wann sich der Mauszeiger mal in der Hand verwandelt. Jetzt habe ich das nicht eingesammelt. Egal, macht nichts. Ich habe übrigens mein Interface nicht vergrößert, weil ich hatte jetzt letztens einen Kommentar bekommen, dass ich den Mauszeiger doch vergrößern kann, indem ich das Interface umskaliere. Aber ich würde mir einfach nur wünschen, nur den Mauszeiger größer skalieren zu können, weil der Mauszeiger wird jetzt gar nicht so viel größer, wenn ich das UI vergrößere. Also für diejenigen, die nicht wissen, was UI bzw. UI ist, eigentlich ist es UI, weil es das User Interface ist. Also die Benutzeroberfläche. Für uns wäre es quasi das BO. Ich finde es nicht schön, wenn das größer ist, muss ich ehrlich sagen.
dann wirkt halt einfach das Bild schon so begrenzt und beschränkt. Deswegen, also das mag ich nicht so gerne. Und guck mal, also viel, ja, er wird größer, aber viel, viel größer wird er auch wieder nicht. Und ja, also einfach nur Mauszeiger vergrößern, das wäre schon ziemlich cool. Ich werde wahrscheinlich sowieso, ich habe ja momentan 4K-Monitor, aber der ist kaputt. Eventuell, vielleicht könnte ich einen bekommen. Das ist dann aber kein 4K-Monitor. Da werde ich ein Downgrade dann haben auf 1440p. Dann ist sowieso alles wieder anders. Dann habe ich eh nicht mehr so viel Platz und ja. Ah, das ärgert mich eh. Aber ja, mein Monitor ist halt kaputt, leider. Merci, Dina. Also, was könnte das sein? Sieht nicht nach einem gewöhnlichen Meteoriten aus, was? Was für ein seltsames Glühen. Könnte es gefährlich sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber vielleicht lege ich es besser für den Moment auf den Boden. Hast du irgendwelche Ideen, was das sein könnte? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich bin zwar Experte für so etwas, aber no. Wir werden wohl Hilfe dabei brauchen, herauszufinden, was das ist. Nick Stoneground ist doch in seinem Lager im Dinotal, no? Könntest du ihm dieses Objekt bringen und ihn fragen, was er davon hält? Er wird uns sicher einige Antworten liefern können. Merci. Ich bleibe so lange hier und denke weiter darüber nach. Alles klar. Dann wissen wir schon mal, wo wir jetzt hin müssen. Hier waren eben noch zwei. Ich dachte, die würden jetzt hier gerade noch stehen, sind aber nicht mehr da. Aber ich winke mal in dem Moment in die Kamera, auch wenn ihr es jetzt gerade nicht seht. So, wer war das denn hier eben? Das waren. Ups. Das waren die Corin Coldwood und die Azura Alpha, genau. Aber ich glaube, die Azura stand gerade eben sogar noch oben. Kann das sein? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Oh, guck mal, wie toll das auch von hier oben aussieht. Ha, schön. Also ich wünschte manchmal echt, ich hätte noch ganz, 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 ganz viele alte Quests offen, die ich angehen könnte, wenn Schnee liegt. Das wär's doch mal hier. Noch einen Account erstellen und dann immer nur Quests aufnehmen mit dem Account, wenn gerade Schnee liegt. Die Geschichte von Star Stable im Schnee geschrieben. Das wär's doch mal hier. Das hat noch keiner gemacht. Das wäre auch sehr speziell. Okay, jetzt muss ich erstmal schauen. Eigentlich hätte ich auch rüberfahren können, da wären wir deutlich schneller gewesen. Oder den Heißluftballon nehmen können. Wir nehmen jetzt aber noch den Transporter tatsächlich, damit wir noch ein bisschen was schaffen hier. Nick Stonegrounds Lagerplatz. Gut, auf geht's. Na, gucken wir mal, ob er uns helfen kann. Im Dinotal sind wir auch schon lange nicht mehr gewesen. Bin ich auch mal gespannt, wann da. Oh, guck mal hier, wie das hier aussieht. Hier ist ja wieder kein Nebel, wenn Winter ist. Stimmt, ich vergaß. Ja, der Nebel fehlt schon. Ah, Dina, wie schön, dass du mich hier im Lager besuchst. Und wo du gerade hier bist, ich habe da einen Haufen Berichte, die zu ihren Empfängern müssen. Ist schon ein ganz schöner Stapel. Könntest du also. Oh, du bist wegen etwas Bestimmtem hier? Ja. Was hast du gesagt? Mario schickt dich? Ein mysteriöses Objekt? Ich verstehe. Natürlich, ich könnte versuchen, es zu identifizieren. Du sagst, es ist vom Himmel gefallen? Nun dann, ist es ein Meteorit? Entschuldigung, ich konnte nicht anders, als das Gespräch mit anzuhören. Ich habe natürlich nicht gelauscht. Dies ist ein kleines Lager und ihr habt laut gesprochen. Du sagst, du hast einen Meteoriten gefunden? Ach, Professor Einstein, wie schön, dass Sie sich zu uns gesellen. Ja, es ist ein Meteorit. Meteorit. Dina und Mario beobachteten die Sterne, als er vom Himmel fiel und haben ihn dann aufgesammelt. Und woher wisst ihr, dass es ein Meteorit ist? Es könnte auch ein Nichttheorit sein. Ich bin mir tatsächlich zu 96,3% sicher, dass es sich um einen Meteoriten, dass es sich nicht um einen Meteoriten handelt. Bei allem, was wir wissen, könnte es auch ein ganz normaler Stein sein. Ihr habt keine Tests durchgeführt, oder? Das wollten wir soeben tun, stimmt's, Dina? Dann wollen wir mal mit unseren Tests beginnen. Okay. Machen wir. Sieh wieder, der miese Peter. Ich hatte schon vor, es mir genauer anzusehen. Natürlich.
Okay, Leute. Aber ich würde fast sagen, das genauer ansehen, das könnten wir dann in der nächsten Folge machen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.